8.2.2023, Tag 349 im Ukraine-Krieg. Heute befinden wir uns nicht mehr in Bachmut, sondern bei Marinka. Marinka ist eine Stadt im Westen von Donetsk. Nochmal zur Orientierung. Hier ist Donetsk und hier befindet sich Marinka. Wie gesagt, Marinka ist eine Stadt im Westen von Donetsk, welche die ukrainische Armee verteidigt. Wenn ihr Videos oder Berichte über Brandbomben, die über Städte und Stellungen abgeworfen wurden, gesehen habt, dann handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Marinka oder die Orte außen herum. Von der Stadt selbst ist nicht mehr viel übrig, eigentlich gar nichts mehr, außer Ruinen. Sie wurde infolge des Krieges vollständig zerstört und ist absolut nicht mehr bewohnbar. Russische Kräfte haben ungefähr 2/3 der Stadt unter ihrer Kontrolle, während die ukrainische Armee den westlichen Teil verteidigt. Es gibt schwere Verluste auf beiden Seiten, jedoch kaum bestätigte Zahlen. Jede Quelle hat so viele unterschiedliche Daten dazu geliefert, dass ich euch dieses Mal leider kein genaues Bild dazu geben kann. Die russische Armee tut sich dennoch schwer, die Stadt zu erobern, da die Ukraine weiterhin Reserven in den westlichen Stadtteil schickt, um ihn um jeden Preis zu halten. Interessant ist aber eine südliche Bewegung um die Stadt herum, denn im Norden trennt ein Fluss die Stadt mit einer Straße hier durch, welche aber nah im Grenzbereich liegt, und bei einer möglichen Einkesselung ist die Flucht in den Süden natürlich auch schwer, da die russischen Truppen ja versuchen könnten, wie man ja hier eigentlich am Frontverlauf sieht, die Stadt hier auch einzukesseln. Würde sich natürlich durch die natürlichen Begebenheiten gut machen aus Sicht der russischen Kräfte, da wie gesagt hier oben ein Fluss den noch gehaltenen Stadtteil abtrennt. Ebenfalls wäre es problematisch, wenn diese Straße hier, die hier vertikal verläuft, auch in russische Hände kommt, da die Ukrainer ihre Versorgung auf der darüber liegenden horizontalen Straße in die Stadt sichern. Und das wäre natürlich auch wieder eine Gefahr für die Versorgungslinie. Jedoch wäre das jetzt schon wieder zu weit ausgeholt. So viel zur Lage hier. Ich bedanke mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Lagebericht.